So, herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist 22 Uhr, exakt 22 Uhr. So exakt wie es 22 Uhr ist, sind manche Setups gelaufen diese Woche. Um vielleicht die Leser jetzt hier nicht zu langweilen, heute ist noch die Metro dazugekommen. Das Ausbruchsszenario wurde auf Godmode Trader auch veröffentlicht und hier im Video erwähnt. Wenn man jetzt hier vergrößert, egal welcher Zeit eben hier der blaue Pfeil, ja, ist genau abgearbeitet worden, auch wenn jetzt hier keine Zahl dran steht. Hier der Gap Close war hier gemeint und der wurde exakt abgearbeitet. Also auch die Deutschen achten jetzt sehr auf die Gaps. Des Weiteren ist natürlich der Hang Seng super gelaufen, das Kauflimit fast am Tief, wie oft veröffentlicht und auch jetzt hier ist das andere Kaufsignal generiert worden. Die Zuhörer, Leser sind auf jeden Fall im Plus. Der Nikkei hat auch sein Kursziel abgearbeitet. Wenn man hier auf die Indikation schaltet, hat auch heute der Index die 16.600 erreicht und ja, darf man abwarten, was dann wirklich der Index morgen im regulären Handel noch macht. Die ProSieben-Aktie heute im Hoch 40,40. Das Setup wurde ja auch schon früher hier mit Teilgewinnen fast schon beendet. Also das ist jetzt hier alles Zugabe. Der Einstieg fand 36 37 statt, da waren sogar auch tiefere Kurse möglich. Der Stopp war dann auf dem Tief, das Tief ist ja nicht mehr erreicht worden. 60 Cent und die Aktie ist fast 4 Euro jetzt nach oben gegangen. Kann sich jeder selber das Chance-Risiko oder das R ausrechnen. Des Weiteren schalte ich hier um, sind im DAX die Kursziele erreicht worden, auch hier. Die Korrektur wurde hier genannt und dann nochmal der Anlauf, beziehungsweise nicht nochmal überhaupt der Anlauf an das Kursziel. Und darüber gab es fast kein Durchkommen hier. Diese Kerze war dann, die kam dann, als die Zinsentscheidung in England rauskam, noch ein Rücklauf wieder an die ja, 9.960 Marke und dann nochmal nach oben. Also hat auch hier die Kursziele gewirkt. Im Wochenchart sieht es dann so aus. Da liegen die Ausbruchssignale noch weiter weg. Also die mittelfristigen bei Brent. Halt hier eben, das ist leider das schwarze Schaf in der Woche. Allerdings war hier alles noch exakt so gewollt. Auch hier der Abpraller im 4-Stunden-Chart war eingezeichnet. Aber hier hat halt die Unterkante nicht gehalten. Wäre ein schönes Unterstützungslevel gewesen. Allerdings dieses hat dann gehalten. Also auch wenn hier manche meinen, ich versuche hier ja nur die besten Setups zu bringen, ne, ist nicht so. Auch das hier war frühzeitig so benannt worden, die Widerstandszone, der Abpraller auch wieder exakt hier runter. Oder auch hier Euro-Pfund, der graue Pfeil diesmal, da war es eben nicht ganz klar mit der Zinsentscheidung. Kam hier dann das in das Level rein. Jetzt diese Kerze gefällt mir natürlich nicht. Die gefällt. Hier kann man jetzt ein Stop-Buy-Setup, ja, theoretisch auch jetzt schon fast vorschlagen. Über diese Kerze sollte es dann aufwärts gehen. Aber hier wurde ja kein Stopp genannt. Deswegen ist es nur ein Szenario. Und dass eben auch nicht alles klappt, beziehungsweise die Einstiege nicht da sind, zeigt hier das US-Dollar, japanische Yen-Setup. Einstieg kam nicht zustande, allerdings eben dann hier das Kursziel 106 ist hier im Hoch, ja, wegen 5 Pips, das sollte man aber mal vernachlässigen, erreicht worden. Also Szenario gut, Setups gut, was will man in der Woche mehr? Des Weiteren noch ein relativ altes, was ich jetzt hier nicht hinzufügen will, aber da war der Stopp oder hat hier gehalten und das Kursziel ist hier auch fast erreicht worden bei der RWE.
Die BMW-Aktie war vorgestellt hier. Da war nicht ganz das Setup. Ich habe das jetzt nur hier, nicht das Setup, der Pfeil nicht ganz so hoch gezeichnet, sondern so an diese Kante. Ich habe es dann nur heute Morgen hier so geändert, dass hier ein Rückfall noch kommen kann und dann Richtung 80 ansteigt. Aber da muss man jetzt hier den DAX halt genau beobachten. Solange halt dieses Level nicht rausnimmt, kann auch eine BMW-Aktie da nicht hochsteigen. Aber wie gesagt, alles, was jetzt hier wirklich vorgestellt worden ist, ist außer Brent ja definitiv im Plus gewesen. Eine hundertprozentige Trefferquote kann auch ich nicht garantieren. Deshalb beende ich jetzt hier das Video. Morgen wird zwar noch versucht, was zu finden, aber wie gesagt, so eine erfolgreiche Woche muss man nicht dann am Freitag vielleicht noch ruinieren. Apropos eben Setup hier, das ist ein Wochensetup. Hier kann vielleicht die Merck-Aktie nicht das Kaufsignal generieren und fällt hier wieder auf Wochenschlussbasis hier zurück. Dann ist nicht das aktiviert. Das ist aber auch nur ein Szenario, kein Setup mit Limits. Eventuell folgt dann Limit, wenn es hier geknackt wird. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal die Kerze, die Wochenkerze nicht besonders spannend hier. Ich wünsche allen morgen einen erfolgreichen Handelstag. Bis dann auch.